Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sauzpark. Warte, ich seh dich doch. Du Spongo. So, jetzt habe ich aber zuerst getroffen. Ach, ich hasse diese Penner. Fähigkeiten. Einer kriegt in die Klöten. Ach, natürlich eine Ratte, gell? So. Eins, zwei, drei, Klöten-Smash, Kartoffelbrei. Und Nachtreten vergessen. Alter, das gibt's doch nicht. Wieso vergesse ich mal das Nachtreten? Ich denke da irgendwie nie dran. Ich weiß nicht, warum. Come on, new kid. Let's show them what we can do. Okay, alles klar. Komm schon, Badass. Super. Okay, Junge, komm bald wieder. Oh, der lebt ja noch. Respekt. Badass mit dem Hammer fett durchs Auge. Na, ich bin mir nicht so sicher. Das wird nichts. So, 44 Erfahrungspunkte haben wir. Wo sind wir denn hier bloß? Ah, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ich glaube, da hinten waren wir auch schon mal. Hm. Und ich weiß, da hinten kommt man noch die Ecke durch. Alter, wie viel Scheiße kann man überhaupt sammeln? Wir müssen da oben durch den fetten Anus. Die Tasche. Gesundheitstrank, Mana-Trank, Papprolle, alles super. So, dann gehen wir noch durch den fetten Anus hier hinten. A-Nüsschen und B-Nüsschen. Ach, da kommen wir durch. Mann! Ach so. Hab ich vergessen. Ich dachte, das hört gleich wieder auf. Nein! Die Krabbenmenschen. Krabbenleute? Wie hießen die nochmal? Taste like crab. Damien-Perücke, Pentagramm-Tattoo. Warte mal, Pentagramm-Tattoo? Das muss doch die Gothics, da muss die doch da... Ich weiß, die sind nicht alle Satans-Anbeter, es geht ja hier nur ums Prinzip des Klischees. Liebe Freunde, da könnt ihr mir nicht widersprechen. So, Pentagramm-Tattoo sieht man ja eh nicht. Wo ist die Fledermaus? Nein, ich hab die doch bewusstlos gemacht. Und die greift mich trotzdem zuerst an, Scheiße. Ah, shucks, when are we gonna catch a break? Kacke, ich hoffe, ich werde nicht... Ich hoffe, ich werde nicht verlieren. Okay. Was haben wir hier? An die Großen komme ich nicht wieder ran, nur an die Kleinen. Alter, das sind alles Nuggets hier, wenn ich mir das so angucke, das lohnt sich überhaupt gar nicht. Kann ich hier wenigstens Bambule machen? Kann ich nicht. Knochenbrecher geht auch nicht, wirklich. Ja, hilft ja nichts. Beschwörung will ich nicht machen, Furzen will ich auch nicht zwingen. Kann ich auch... Hä, wieso kann ich nicht furzen? 60 Mana, Alter, so viel habe ich noch im Dünndarm. Das ziehe ich mir einfach durch die Nase oben rein und schieße es unten wieder raus. Come on, new kid. Let's show them what we can do. So, weg damit. Und du machst mal... Ich hoffe, der macht jetzt hier keine Schutzschilde. Ich mache nochmal Professor Chaos, aber bitte ohne Schutz, oder? Brauchen wir gar nicht. Ich mach einfach Blitz. Feel my righteous fury. Yeah! Aua. Hey, I blocked it. Guano ist übrigens Fledermaus-Scheiße, ne? Wer sich wundert. Halt, erstmal muss ich ganz kurz den großen Gesundheitstrank auf, Badass. Haus da rein, Alter. So, und wir machen mit Fettbarts Klinge. Die hat nur noch 85. Ja, 73. Also ganz ehrlich,
Weißt du was? Ciao. Mit V. Schallerholung. Hat die eine Schalldusche dabei oder was? Ist doch nicht bei Enterprise. Weg. So. Schallerholung. Naja, wer es mag. Viel Spaß. Das ist meine Schalldusche. Warum sind da hinten so viele Kinderskelette eigentlich? Ich gehe da gleich hin. Schon wieder Fledermäuse. Wiederbelebungsrang. La 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 la. Kann ich noch nicht? Ich glaube, den kriege ich noch nicht kaputt. Ich habe das Gefühl, ich sollte vielleicht auch noch gar nicht hier sein. So, ich habe jetzt aber den ersten, ne? Komm, sag, dass ich den ersten habe. Hab ich nicht. Regenerieren. Fettbarts Klinge. 126, 126, 126. Ich brauche unbedingt was mit Streuschaden. Ja, die kann sie ja zu Hause regenerieren. Bitteschön. Pass frei. So, jetzt haben wir auch die da hinten, die Riesenfledermaus. Aber ich mache erstmal das Gemüse weg. So. Okay, Fettbarts Klinge. Und ciao. Mit V. Und jetzt das Ding da oben und schon haben wir die Fledermäuse wieder weg. So. Oh boy, we won. Hallo? Hier. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr Fledermäuse. Oh. Komisch, das kann man wegräumen, das andere Ding nicht. Opa-Vampir-Perücke, Goss-Schädel. Ah, Exoskelett, was ist das denn? Fügt 15 Rüstungen zu und schwächt feindlich an. Brille mit Fledermausrahmen. Alter, da sind wir ja perfekt. Also, da können wir ja, ich meine, wir sind ja, da können wir mal ganz kurz. Wir müssen ja immer noch zu den Goth-Kindern, wo wir ja die ganze Zeit zu kommen. So, die haben wir. Hier mache ich vielleicht einen Goss-Schädel draus. So, ne? Oder? Und hier haben wir nichts in der Richtung Barkeeper, Schnurrbart, lalala. Hier haben wir noch die Emo-Perücke, behalte ich mal. Damien-Perücke geht vielleicht auch. Oder Opa-Vampir-Perücke. Ja, in der heutigen Episode gehen wir ein bisschen nach vorne und... Was ist das denn? Ah, wir können wieder ein Monster anlocken mit der Blutorange. Oh oh. Well, here we go again. Flughund, 1500. Okay, ich mache zuerst dem Flughund natürlich die Eier wegtreten. Das ist ein Hobby von mir. 1, 2, 3, Klötenkick. Ach, und wieder den Nachtreten vergessen. Das ist mir langsam peinlich. Wird zum Running Gag. Die Leute regen sich schon ein bisschen auf, aber was soll's. So, komm schon. So, superbe. Und vorher haben wir noch quer sitzen, dann holen wir den gleich mal aus den Schläuchen raus. So, das ist diesmal etwas einfacher. Bats. Und ich glaube, das war's für den Flughund. Der kann jetzt gerne nochmal aufstehen, aber das macht er nicht mehr. Und ich mach mal einfach einen ganz normalen Move. Sparen wir uns den Furz, der ist eh weg. Haben wir doch. Das war doch ein gnadenvoller Tod. So, ein Sieg. Kehre zu Jimbo zurück. Das werden immer mehr. Juhu. Wo geht's denn dahin? Das Licht? Oh oh. Ach was. You will never get laid looking like that, kid. Oh!
Entschuldigung, ist mir ausgerutscht. Aber wenn wir jetzt zurückgehen... Pass auf, wir gehen mal hier zurück. Lalalala. Wir sehen echt scheiße aus. Es tut mir leid. So, wir müssen uns noch eine neue Nase machen, ich weiß. Hey, Officer. Okay, people, nothing to see here. There's a much better view down that way. Okay, dann gucke ich da drüben mal. Aber jetzt müssen wir ganz kurz... War hier nicht der Gulli irgendwo? Der andere Gulli, ja, ne? Der war hier. Da ist er. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz runter, denn wir müssen Mr. Hanky immerhin noch seine Kinder zurückbringen. Das habe ich ja versprochen letzte Folge, dass wir das machen würden. So. Entschuldigung. So, der Vampir-Opa klettert hinab. Alter, das sieht so schäbig aus mit der Perücke. Aber ich finde es geil, wie man seinen Charakter hier so die ganze Zeit irgendwie ändern kann. Der sieht irgendwie immer anders aus. Das hat nichts mehr mit unserem Braveheart-Typen zu tun, mit dem fetten Bart. So, wenn ich jetzt noch wüsste... Ach, hier ist Mr. Hanky. Hey! Heidi-ho! Heidi-ho! Thanks for finding my kids! Thank the nice man, Nuggets! Thank you! Anytime you need my help, you just call on me, and I'll be there sure as a shit on Sunday! Howdy-ho! Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid, and I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab! Level 8 Fähigkeit freigeschaltet, Quest erfüllt, verlegte Kinder, Mr. Hanky, neue und Mrs. Hanky. Ach, das war eine Kröte. Stück Scheiße, herbeirufen, freigeschaltet. Geil. So, Aufwertung verfügbar. Ja, das läuft da wie am Scharnürchen. Oh, Fähigkeiten, wir müssen natürlich die Quest auch weiterverfolgen. Du hast 6 neue Freunde. Mrs. Hanky, Mr. Hanky, Simon, Cornwallis, Amber, Douglas. So. Wenn du meine Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich werde über deine Feinde kommen wie Smog über Shanghai. Das finde ich super. So, wir haben neue Fähigkeiten. Nein, nicht Vorteile, nur Fähigkeiten. Eine Fähigkeit verfügbar. Jetzt haben wir auch Horn des Zorns. Hey Baby, ich zeig dir mal mein Horn des Zorns. Entfernt Buffs von deinem Hauptziel und verhöhnt alle Gegner, was sie dazu zwingt, dich ohne Spezialfähigkeiten anzugreifen. Horn des Zorns entfernt das Buff von... mach mal später. Perfekte Durchführung lässt deinen Helmstachel zusätzlich eine Blutung verursachen. Du kannst eine weitere Aktion durchführen, wenn du dein Ziel ausnockst. Oh, das ist geil. Auf Level 9. Ich glaube, das will ich haben. Das Geräusch zerquetschter Eier widert alle übrigen Feinde an. Jeder Schwung des Schlägers bewirkt des Blutungsschaden. Okay, aber ich mach einfach mal hier, weil ich will die weitere Aktion durchführen. So. In der nächsten Stufe dann. Huch. So, wollten wir nicht noch in... den nächsten 20 Folgen zu den Goth Kids? Ich weiß gar nicht so genau. Jetzt gehen wir erstmal wieder aus dem Goodie raus. Wir haben Mr. Hanky als Battle-Chef akquiriert. So. Mr. Hanky wäre stolz auf uns, wenn er wüsste, was wir alles in unserem Master haben mit uns rumtragen. You're kinda creeping me out, dude. Schnauze. Okay, das heißt aber, wenn wir den outcreepen, ist das auch super. Entschuldigung, oh, die Katze ist hingefallen. Hat sich wehgetan. Die spielt noch mit ihrer Puppe. Hier waren keine Analsonden, ne? Da Police Station, da hinten ist, der andere Laden in der Police Station waren auch keine. Ja. Blöde Elfen. Die sehen noch, dass ich ein Vampir bin. Oder was auch immer ich hier darstelle. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal außen rum. One time I got the worst snuggie behind that building over there. It sucked. Nyom, 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 nyom. Ach so. Hey, was los? Entschuldigung, ich hasse die Gesellschaft. Und mich selbst. Wir schaffen es auch noch zu den Goth Kids. Alter, ist ja unfassbar. Wir haben Mr. Hankys Kinder abgeliefert und schaffen es zu den Goth Kids. Und ich hoffe, die werden mich akzeptieren. Aber die hassen doch die Vampirkinder, oder? Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this?
Join the kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Aw, come on, let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Neue Quest, Nonkonformist. Scheiße, scheiße. Ich kann tanzen wie Gothics. Ich kann hier hin und her gehen und auf den Boden gucken dabei. Finde Kaffee, finde Zigaretten. Kaufe Goth-Kleidung. Kaufe Goth-Handschuhe. Kauf dir eine Goth-Mütze. Alter, ich bin auch schon super... Ich bin schon super schwarz. Ich bin schon super schwarz. Meine Gedanken sind so trübe. Wo krieg ich nur ein Käffchen her? I like a kid who oder auch Geschlechtsverkehr. Da komme ich nicht rein. Was? Ich habe nichts gesagt. Wieso? Schnauze, Elfen. Ich habe keine Zeit für euch. Kommen wir hier eigentlich... Oh. Ja, nehmen wir natürlich alles mit. Und wieso habe ich ja noch nicht in die Garage geguckt eigentlich? Halt! Entschuldigung. Huch. Jetzt aber schnell die Leiter hoch. Und ich muss unbedingt gucken. Eine anale Gelegenheit. Ich würde mir doch niemals eine Analgelegenheit entgehen lassen. So. Amazone, was ist das? 2 MP, Distanzangriff. Juhu, ich freue mich sehr. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich freue. Sonst können wir hier nicht rumlaufen, ne? Achso. Wer wohnt hier noch gleich? Ich gehe mal ganz kurz rein. Wir müssen Gothic-Klamotten besorgen, das mache ich auch gleich. Wieso gehe ich hier eigentlich ins Haus immer rein? Wir haben die, glaube ich, eh schon alle durch... Wir haben das nicht durchsucht. Aha. Ist das nicht der Nerd, der hier wohnt? Ich habe leider den Namen vergessen. Ich bin untröstlich. Huch, war schon so. Boligo, ja, sag ich doch. Den meine ich, genau. Spock-Poster. Noch eine Unterhose. 3 von 5 Unterhosen. Greetings, human. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. The captain is my mom. I can't go outside when she's not home. Ah, but so. The Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder. It's my dad's iPad 2. I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Vulkania in der Nähe. Okay, wir müssen mal rüber zur Kirche beamen. Ah, die grünen Frauen vom Mars. Ja, ja, die sind immer sehr willig übrigens. Captain Kirk kennt sich da aus. Das sieht aus wie ein Klingonenkreuzer. Ach, da ist der Schublade, habe ich gar nicht gesehen. Klingonenbart, na herrlich. Videospiel, Shadow of the Cyclopsus. Das ist mein Lieblingsspiel. Da habe ich schon 10 Let's Plays von aufgenommen. Ich traue mich noch nicht, die rauszuhauen, weil mein Let's Play einmal zu schlecht ist für die Spiele. So. Mist. Schlüssel zum Schlafzimmer. Wie komme ich da ran? Ich habe einen Plan. Ich durchsuche erst das Badezimmer. Erst durchsuche ich das Badezimmer. Und anschließend lege ich ihm ein fettes Karamellbonbon in die Schüssel. If it splashes, it means you get a free wish. Und ich spüle nicht. Dafür dusche ich kurz. Ich bin so depriviert. Die Gothics wollen nicht mit mir spielen. Obwohl ich doch so deep bin. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir... Erstens, wie kriegen wir den Schlafzimmerschlüssel? Den kriegen wir wahrscheinlich von... The Canada Channel. So. Wir müssen in die Nähe der Kirche. Hallo, Elfen. Gerade keinen Bock auf euch.
Ich weiß, ich gerade in die falsche Richtung der Kirche. Denn ich muss auch noch zum Penner. Ah ja, Kelly Garner sagt gar nichts. Kelly. Was ist denn... Was ist denn hier passiert? Wurde das Haus eingebrochen? Ach so, der Giggling Donkey. Da fällt mir ein. Tut mir natürlich sehr leid für den Giggling Donkey, aber da fällt mir ein, wir haben doch einen Schlüssel gefunden, der eventuell... Huch, sowas Doofes. Narrenkappe, Level 7. Und kleiner Schildsticker, Level 2. Naja, lohnt sich fast gar nicht anzugucken. Untersuchen. Steigert die Max-CP um 25, 1 MP, wenn ein Begleiter eingreift. Ja, aber muss ich nicht mitnehmen. Narrenkappe. Sonst ist da... Nö. Sautzpark. Der Penner war da hinten irgendwo, ne? Auf der Seite war doch irgendwo der Penner. What are you looking at, Pussy? Ach, jetzt hab ich mich doch erwischt. Wollte ich gar nicht. Scheiße. I'm going to beat the shit out of you. Okay, make my day. Kontern. Mhm. Angriff erhöht. So, was haben wir denn da? 735, die werden immer besser. Wenn ich hochlevel, level die auch hoch. Das ist natürlich gemein. Finde ich nicht so gut. Hey, wir haben ja den Horn des Zorns. Entfernt alle Buffs, aber das bringt mir nicht so viel. Ja. Erstmal hier rambolen. 1, 2, 3, bam! Nachtreten. Yeah, ich hab nachgetreten. Oh, ich bin so stolz auf mich. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal Spezialfähigkeit. Und zwar machen wir jetzt den Hammer der Stürme. Wieso kriegt der hinten nichts ab? Das sagt's. Ja, sagst du was. Okay, dann treten wir erstmal den hier ins Nirvana. Bam! Ciao! So, alles geblockt. Und ich würde sagen, haben wir noch ein bisschen Restwind im Mastdarm. Nein, der ist auf Kontern. Scheiße. Sehr gut gegen... Ja, ob der Rüstung hat, weiß ich gar nicht. Drehe L und drücke dann A, wenn du einen Blitz siehst. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das war voll schlecht. Scheiße. So, naja gut, neue Moves muss man immer erstmal ausprobieren. Ein bisschen Darm haben wir noch, ne? So. Und jetzt, Butters, gib ihm den Rest. Nein! Ach, ich vergesse das immer. Scheiße. So geht's natürlich auch. Einfach ausbluten lassen, die Scheißelfen. So, nehmen wir alles mit. A Taco Bell, can you believe it? Ich kann's gar nicht glauben, ich bin so glücklich. Was ist das da hinten? Hab ich schon ausgeräumt? Alter, ich bin ein ganz schön gieriger Bastard. Es fehlt immer noch ein Kind. You play again later, right? Klar. I'm not hiding at the pond again. Next time you can hide. Hiding is fun. I'll hide better next time. Okay, das nächste Mal. Aber einer von euch fehlt noch. Dürft ihr nicht vergessen. Und ich gehe mal ganz kurz. Wir müssen hier, glaube ich... War das nicht hier irgendwo? Ich sollte mal mit dem Timmy Express fahren. Hier hinten ist doch der Penner. Und der soll also Goth-Klamotten verkaufen. I'll give you a good price. War das jetzt der? Hat er jetzt plötzlich welche oder was? Ja, jetzt hat er plötzlich welche. Goth-Kostüm, Goth-Mütze, Goth-Handschuhe. Feinheiten, schwarze Eyeliner, haben wir alles da. Waffenaufsätze brauchen wir nicht. Kostümflicken, Scherbe einer Bierflasche, Verbrauchsgüter.
Wo ich Zigaretten herkriege, weiß ich nicht. Neue Nachricht von Mr. Henke. Da gucken wir nochmal ganz kurz. Howdy ho! Vergiss nicht, dass Weihnachten vor der Tür steht. Weihnachtsmann und 24 anderen gefällt das. Wahrscheinlich jeder einzelne Dezembertag hat nochmal geliked. So, dann bin ich mal gespannt. Es reicht einfach nicht, sich schwarze Klamotten anzuziehen. So. Alles ist zum Kotzen, sogar dieses Kostüm. Deprimierend, du verlierst mit jeder Runde den Glauben an die Menschheit. Und die Mütze? Ziehe diese Mütze tief ins Gesicht, damit du keine Verräter-Arschlöcher anschauen musst. Nonkonformist, du erhältst Individualität durch Beleidigung anderer. So, Goth-Handschuhe, trage diese Handschuhe, damit du keine Konformistensaftsäcke anfassen musst. Beklemmend, minus 20 Charisma. Okay, weißt du was? Dann mache ich jetzt aber auch mal, also ganz ehrlich, da... Wo sind denn die alle? Obwohl, die Goths-Leute sind ja keine Emos, ne? Das mögen die ja, glaube ich, nicht. Wenn man die so nennt. Perücke der verwöhnten Jure? Nee. Jetzt sehe ich schon wieder aus wie der Junker Jörg. Geht ja nicht. Niemand versteht deinen Schmerz, aber diese Perücke ist nah dran. Ja, die bereitet mir auch Schmerzen. Brille mit Fledermausrahmen. Schwarzer Rahmen, der mit Fledermausflügeln verziert ist. Das muss doch gehen. Also ich bin, weiß ich nicht. Missionsziel erfüllt, kaufe eine Goth-Mütze. Kaufe Goth-Kleidung. Kaufe Goth-Handschuhe. Ah, übrigens. Ich weiß, wir nähern uns dem Ende der Folge, aber eine Sache. War das nicht hier? Ich gehe nochmal ganz kurz. Neue Nachricht von Mrs. Henke. Ich würde die Folge ja gerne beenden, aber ich bin viel zu traurig dafür. So, das wollte ich nämlich noch machen. Knappenhelm, Level 6. Ganz schön knapper Helm. Fügt 5 Rüstungen zu, schwächt feindliche Angriffe, konzentrierter Angriff plus 5 Waffenschaden. Nehmen wir alles mit. So. Damit haben wir das auch. So. Professor Chaos left me here to keep changing the light bulbs until the earth. Na ja, hör auf zu heulen. So, damit haben wir die Tasche da. Hallo? Haben wir auch zu rennen. Damit haben wir die Tasche auch ausgeräumt. Damit können wir jetzt erstmal hier weg. Al Gore, müssen wir noch die Sachen anbringen. Und wie war Mr. Mackey? Den haben wir doch schon besiegt, den Mr. Mackey. Da müssen wir vielleicht nochmal in die Schule zurück. Noch eine neue Nacht von Mrs. Henke. Oh, ich glaube, die Alte steht auf mir. Halt. Mein Mann denkt immer noch, dass ich ihm treu bin. Ist das zu glauben? Schatz, das ist ein öffentlicher Post. Den kann jeder sehen. Gut, ich bin froh, dass es raus ist. Ich bin es leid, wie eine Gefangene zu leben. Hey, wenn du Pillen verkaufst, gib mir Bescheid. Mir egal, was für welche. Alter, die ist so elend, die Alte. Die ist so elend. So, ich glaube aber, wir sind noch nicht am Ende, ne? Wir müssen noch Kaffee und Kippen kaufen. Okay, wir machen ganz kurz, das können wir nochmal ganz schnell. We should hang out. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. So, ich hätte gern, ich hab doch Kaffee. Tweak Bros dunkle Röstung. Diese Kaffeemischung füllt die Leere in deiner Seele, welche durch all die dämlichen Hipster in der Welt hervorgerufen wird. Ja. Tweak Brothers dunkle Röstung. Finde etwas Kaffee. So, dann brauchen wir eigentlich nur noch Kippen. Ich weiß aber nicht genau, wo man Zigaretten kaufen kann. Deswegen gucken wir uns da mal... In der nächsten Folge nehmen wir diese dreckigen Elfenärsche auseinander. Mann, wie die mir auf den Sack gehen. Und jetzt auf beiden Seiten. Ich hasse diese Elfen. Naja, das war's für diese Folge. Bis später. Tschüss. Ist es denn zu glauben, jetzt haben wir endlich haben wir die ganzen Gothic-Klamotten zusammen. Wir haben mit den Gothic-Kids gequatscht, wir haben die Klamotten gekauft, wir haben leckeren Kaffee gefunden, der unsere innere Leere füllt. Scheiß Hipster. Und wir brauchen nur noch ein paar ordentliche Kippen. Und in der nächsten Folge, naja, ich hoffe, wir verprügeln erstmal diese elenden Elfen und anschließend schließen wir uns den Gothics an. Ja, ich bin auch schon sehr, sehr nachdenklich.